Ja, wie viel braucht man denn nun? Wie viel Strom braucht man und wie viele Flächen braucht man eigentlich dafür, um diese 250.000 Elektrofahrzeuge mit Strom zu versorgen? Und das finde ich wirklich eine ganz starke Zahl. Hi, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute geht es um das Thema Ladeinfrastruktur. Ein Thema, was uns alle ganz wirklich jeden Tag angeht, wenn wir mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Und ich möchte euch heute mal eine Studie vorstellen, die ganz frisch veröffentlicht wurde von der EMO Berlin. Die EMO, das ist die Agentur für Elektromobilität in Berlin und die hat zusammen mit Localizer. Wir haben ja auch schon mal über Localizer zwei Videos gemacht. Die verlinken wir euch. Guckt euch die an. Die sind wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Eine Studie erstellt, die heißt Berlin unter Strom. Und da gucken wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Berlin unter Strom, Bedarf, Herausforderungen, Chancen für mehr Ladeinfrastruktur. Uns erreichen ja auch immer so die üblichen Fragen im Sinne von, ja, wie viel Ladeinfrastruktur braucht man denn eigentlich, wenn man so viele Elektroautos haben will? Geht das überhaupt? Haben wir überhaupt genügend Plätze dafür? Und diese Studie gibt ganz interessante Antworten. Los geht's! Die Studie beginnt erstmal mit dem Kapitel Verkehrswende braucht Elektromobilität. Das finde ich also schon mal eine ganz tolle Aussage und stellt ganz klar, es wird nur mit Elektromobilität gehen, wenn wir die Verkehrswende und damit auch die Energiewende und die gesamte Wende hin zu mehr Klima- und Umweltschutz schaffen wollen. Hier wird also eine klare Aussage gesagt, mit dem Berliner Klimaschutzgesetz und dem Mobilitätsgesetz, ich habe es hier mal gelb unterlegt, hat man also klare Zielstellungen für die Verkehrswende in Berlin formuliert. Im Moment ist es so, dass in Berlin etwa 19% der Treibhausgasemissionen durch den Verkehr verursacht werden. Das heißt, hier hat man also ein großes Kuchenstück, an das man rangehen muss. Und ganz wichtig auch, die Umstellung auf Elektromobilität ist ein zentraler Bestandteil des Berliner Klimaschutzprogramms. So, dann haben wir die Aussage, dass im Moment, nämlich Stand Juli 2019, gerade mal 0,6 der Neuzulassungen in Berlin bei dem Pkw-Bereich Elektrofahrzeuge sind. Das hat natürlich noch Luft nach oben. Wir wissen aber auch alle, das liegt nicht nur daran, dass es wenig Interesse gibt, was so nicht stimmt, sondern eher, dass einfach die Hersteller nicht liefern können und vielleicht für den einen oder anderen das passende Modell einfach noch nicht dabei ist. Hier wird sich also eine ganze Menge tun. Auf der anderen Seite hat man im Moment in Berlin schon eine relativ große Anzahl an Elektrotankstellen zur Verfügung und das hat natürlich eine beschleunigende Wirkung auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Und klar ist auch letztlich, je mehr E-Fahrzeuge wir haben, desto mehr Ladeinfrastruktur brauchen wir und umgekehrt. Man sollte das also nicht als Henne-Ei-Problem sehen, wie es so häufig getan wird, sondern das Ganze als eine ganzheitliche Herausforderung sehen. Beides muss gleichzeitig wachsen. Ja, die CO2-Emissionen aus dem Verkehrsbereich in Berlin sind ja gestiegen. Die CO2-Emissionen insgesamt sind leider ungefähr gleich geblieben, aber der Verkehrsbereich hat halt zugenommen von 13% auf jetzt insgesamt 19%. Man hat also hier schon eine deutliche Steigerung in den letzten Jahren und muss wirklich zusehen, dass man hier in Berlin vorankommt, den Verkehr emissionsfrei zu gestalten. Ja, Elektromobilität braucht Ladeinfrastruktur, das ist klar. Wir haben also in Berlin im Moment hier knapp 500 halböffentliche und etwa 700 öffentliche Ladepunkte, um die wir uns ja alle mehr oder weniger streiten. Ihr denkt bitte da an die Thematik mit den Carsharing, aber auch die schlicht und einfach die zunehmende Zahl an Elektrofahrzeugen im privaten Besitz. Dieser Bestand soll 2020 mit weiteren auf 1000 Ladepunkte ausgebaut werden und es sollen auch noch durch andere Projekte, das Projekt Neue Berliner Luft, das verlinken wir euch auch mal, noch weitere etwa 1000 Ladepunkte im öffentlichen Bereich und 600 Ladepunkte im halböffentlichen Bereich dazukommen. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren hier hoffentlich wirklich und auch rasch eine deutliche Steigerung der Ladeinfrastruktur in Berlin sehen. Ganz wichtig ist natürlich, dass dieser ganze Bedarf an Ladestrom dann nicht einfach nur irgendwie, sage ich jetzt mal, simpel über die Steckdose gelöst wird, sondern man sich wirklich Gedanken macht, wie integriert man das in das Netz, wie kommt man zum gesteuerten Laden, wie koppelt man all diese Dinge aneinander. Denn es ist
unvermeidbar, und es wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass die Ladeinfrastruktur in das Stromnetz eingebunden wird, und zwar netzdienlich eingebunden wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich früher oder später nicht mehr irgendwie laden können, wann wir wollen und wie viel wir wollen, sondern es wird dort bestimmte Regelungen geben zu bestimmten Zeiten oder mit bestimmten Ladegeschwindigkeiten und nicht mehr so nach dem Motto, das Auto steckt sich an und kriegt volle Pulle. Guckt euch bitte dazu das Video an zu dieser neuen technischen Norm, bei der die Autos dann lernen, mit der Ladeinfrastruktur zu kommunizieren und die Ladeinfrastruktur dem Auto auch mal sagt, nee, jetzt kriegst du nicht volle Pulle, jetzt vielleicht nur mit halber Geschwindigkeit laden. Also das wird ein ganz wichtiger Punkt werden. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, nämlich dass das Mobilitätsangebot an unterschiedlichen Verkehrsträgern stark erweitert wird, nämlich Carsharing, Bikesharing, Rollersharing, Ridesharing, Busse und Bahnen und so weiter. Das wird also einen ganz erheblichen Punkt in der gesamten Verkehrswende in Berlin darstellen können. Ja, wie sieht's denn aus? Hier mal zwei Karten, die so die Verteilung der Ladeinfrastruktur zeigen. Da sehen wir natürlich auch gleich so eine Misere für einige von euch und auch für einige von uns, nämlich dass sich die Ladeinfrastruktur im Moment sehr stark auf den, sagen wir mal, ungefähr inneren S-Bahn-Bereich, also den inneren Berliner Bereich konzentriert. Und doch einige Bereiche Berlins, ihr seht das hier im Südwesten, im Südosten und auch hier im Norden an den Rändern doch sehr stark ausgedünnt ist. Spandau hat noch eine ganze Menge abbekommen, aber jeder von euch, der hier in den Randbereichen unterwegs ist, dass man hier schon gucken muss, wo man Ladeinfrastruktur findet. Die entsprechend halböffentliche Ladeinfrastruktur ist ähnlich ungleichmäßig verteilt. Hier wird es also in Zukunft darauf ankommen, nicht nur den Innenstadtbereich weiter mit Ladeinfrastruktur aufzustocken, sondern insgesamt in Berlin und vor allem auch an den Rändern, da wo die Leute ihre Autos stehen lassen und dann mit der S-Bahn oder mit den Bussen weiter nach Berlin reinfahren, Lademöglichkeiten finden. Ja, wohin geht die Reise in Berlin? Mit wie vielen Elektrofahrzeugen werden wir denn rechnen? Beziehungsweise wie viele Elektrofahrzeuge brauchen wir auch, um die Verkehrswende und die Klimawende zu schaffen? Und diese Grafik hier, die zeigt es eigentlich sehr deutlich, nämlich wir werden letztlich damit rechnen müssen, wenn wir wirklich ein sehr starkes Reduktionsszenario, wenn wir dem folgen, nämlich das 95% Reduktionsszenario, dann werden wir uns hier in diesem Bereich befinden. Und das heißt, wir werden also in Zukunft mit etwa bis 2030, zwei, ich habe es euch hier mal eingekreist, mit etwa 250.000 Elektrofahrzeugen in Berlin rechnen müssen, um diese entsprechenden Reduktionsziele zu erreichen. Ja, wie steht denn eigentlich die Berliner Bevölkerung zu Elektromobilität? Diese Grafik hier finde ich auch ganz toll, nämlich je dunkler sozusagen dieser Grünton ist, bis hin fast zum Schwarz, desto stärker ist die Affinität zur Elektromobilität. Und hier kann man ganz schön sehen, ich ziehe das mal ein kleines bisschen größer, damit ihr das noch etwas besser erkennen könnt, dass nämlich in den Innenstadtbereichen der Zuspruch zur Elektromobilität noch höher ist als in den Außenbereichen. Aber insgesamt sehen wir hier eigentlich in Berlin kaum einen Bereich, wo wir eine nur wirklich ganz geringe Affinität zur E-Mobilität sehen. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, ob es dort schon Ladeinfrastruktur gibt. Das ist völlig klar, dass jemand, der vielleicht in einer Wohnsiedlung wohnt, als Mieter das Auto nicht laden kann, natürlich nicht so die Affinität zur E-Mobilität hat, wie jemand, der vielleicht im Innenstadtbereich wohnt und auch durch das ganze Thema Abgase, Schadstoffe viel stärker davon betroffen ist. Ja, wie werden sich denn die Elektrofahrzeuge so ungefähr im Jahr 2030 verteilen? Letztlich entspricht diese Grafik mehr oder weniger genau dem, was ihr auch hier oben schon gesehen habt. Wir werden nämlich eine sehr starke Konzentration im Innenstadtbereich haben und auch zum Teil in den Außenbezirken. Aber der Innenstadtbereich wird höchstwahrscheinlich die meisten Elektrofahrzeuge haben. Und dabei wird es sich dann natürlich nicht überwiegend um Privatfahrzeuge handeln, sondern um Carsharing-Fahrzeuge, Flotten, Verwaltungsfahrzeuge und so weiter, Gewerbefahrzeuge, die dort geladen werden und dort sein werden. Aber wie gesagt, durchaus schaut euch hier die Werte an im Bereich Zehlendorf oder hier Lichtenrade, Tempelhof oder auch hier runter Richtung den Südosten Berlins, auch hier oben im Nordwesten Berlins. Da werden wir schon mit sehr hohen Anzahlen an E-Fahrzeugen rechnen können. Ja, wie viel braucht man denn nun? Wie viel Strom braucht man und wie viele Flächen braucht man eigentlich dafür, um diese 250.000 Elektrofahrzeuge mit Strom zu versorgen? Und das finde ich wirklich eine ganz starke Zahl. Nämlich der Ladebedarf, der zusätzliche Ladebedarf, sozusagen die Strommenge, die man braucht, 2030 für diese Anzahl an Fahrzeugen, die schwankt prognostisch zwischen 200 und 530 Gigawattstunden.
Und das entspricht dann im Maximum etwa 330.000 Elektrofahrzeugen. Das heißt, der Strombedarf in Berlin, so konnte ich es neulich auf einer Veranstaltung hören, wird sich in etwa verdoppeln durch die Elektromobilität. Und wie viele Ladestationen braucht man jetzt für all diese vielen Elektrofahrzeuge? Das finde ich, das ist sehr schön hier ausgerechnet, nämlich, und jetzt wundert euch nicht, diese Zahl schwankt zwischen 14.000 und etwa 100.000 Ladepunkten in Berlin. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Also eine deutliche, deutliche Steigerung zu dem, was wir jetzt haben, locker mal um den Faktor 10, wenn nicht sogar um den Faktor fast 1000. Und das bedeutet natürlich auch, in Berlin ist eine sehr stark verdichtete Stadt in vielen Bereichen. Es wird also eine starke Flächenkonkurrenz geben, die gibt es jetzt auch schon, wo dann diese Ladestationen aufgebaut werden und betrieben werden können. Ich verweise nochmal auf das Video zum Localizer, wo wir darauf auch eingegangen sind. Ja, das heißt also, um diesen Bedarf überhaupt zu decken, werden wir mehr oder weniger alles nutzen müssen, was uns zur Verfügung steht. Das heißt, klassische Tankstellen werden Ladeinfrastruktur aufbauen müssen an Supermärkten. Ihr seht hier an den etwa 1500 Supermärkten in Berlin stehen 80.000 Parkplätze zur Verfügung und natürlich auch in den Parkhäusern mit etwa 50.000 Stellplätzen. Hier überall werden wir Ladeinfrastruktur aufbauen, um diese vielen Fahrzeuge dann entsprechend zu versorgen. Ein ganz wichtiger Punkt, und das finde ich hier sehr, sehr spannend, sind die sogenannten Multi-Use-Ladestationen. Mal ganz einfach gesagt, ihr habt vielleicht bei euch zu Hause eine Ladestation, die nutzt ihr nur für euch alleine. Und im Gegensatz dazu zum Beispiel Ladestationen an dem Parkplatz eines Supermarktes, wenn der da zum Beispiel 50 Lademöglichkeiten hinbaut, das müssen auch nicht alles Schnellladestationen sein, dann werden diese vielleicht tagsüber für die Kunden benutzt. Vielleicht schaltet man dann insgesamt auch die Ladeleistung hoch, wenn Kunden dort etwa 20 Minuten im Supermarkt sind und laden. Und über Nacht, sagen wir mal ab 22 Uhr, sind es dann nur noch Slow-Charging-Ladestationen, die aber dann von in der Nähe wohnenden Anwohnern genutzt werden können, zum Beispiel, um ihr Fahrzeug dort über Nacht 8 Stunden lang entsprechend laden zu können. Und dieses Multi-Use, also zum Beispiel nachts für die eine Zielgruppe und tagsüber für eine andere Zielgruppe, ist eine ganz große Chance für Berlin, den Flächendruck einfach mal ein bisschen rauszunehmen. Und es bietet auch für die Betreiber natürlich eine Chance, ihre Flächen, zum Beispiel ihre Parkplatzflächen, monetär weiter nutzbar zu machen. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Hier nochmal diese sehr schönen Grafiken, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zum Beispiel alle von euch, die in Ein- und Zweifamilienhäusern wohnen. Es ist klar, wer Berlin kennt, der weiß, die sind hier in den Außenbereichen drin. Im Innenbereich gibt es sowas praktisch überhaupt gar nicht. Andererseits ist die Bevölkerungsdichte im Innenstadtbereich sehr viel höher als in den Außenbezirken. Das alles sind Dinge, die man dann bei der Planung mit einbezieht, wo und wie Ladestationen gebaut werden. Und hier habe ich euch mal so ein bisschen nachgezogen, so die Hauptverkehrsachsen in Berlin, habe ich ganz dick hier mal in Rot drüber gemalt. Und da seht ihr, da geht schon ganz ordentlich was an Fahrzeugen drüber jeden Tag. Und an diesen Verkehrsachsen müssen und werden natürlich auch Ladestationen entstehen, zum Beispiel an Tankstellen, wo man dann Schnelllader zur Verfügung hat, um auf dem Weg zur Arbeit oder am Nachmittag, am Abend, wann auch immer, eine Viertelstunde das Auto nachzuladen. Muss ja nicht immer gleich vollgeladen werden. Parkmöglichkeiten sind hier auch mal analysiert worden. Ihr kennt es auch aus dem Localizer-Video. Tiefgaragen eher im Innenbereich, Parkplätze eher im Außenbereich und alles, was blau ist, sind also irgendwo dann schon potenzielle Ladeplätze, die zur Verfügung stehen. Ja, es geht dann in diese Studie, dröselt dann noch so ein bisschen die einzelnen Ladepunkte auf nach Punkten, wo langsam geladen wird, also sprich mit 7, bis maximal 7,4 kW Ladeleistung, Medium-Ladeleistung, das ist so alles zwischen 11 und 50 kW, also heute sage ich mal der klassische Schnelllader und in Zukunft natürlich auch High-Power-Charging-Stationen, wo wir Ladeleistungen bis 350 angeboten bekommen und die können vielleicht durchaus dann tatsächlich hochspannend werden für Tankstellen, dass man dort also wirklich in ganz wenigen Minuten mal eben 100 oder 150 Kilometer einlädt, um dann über die nächsten 2, 3 Tage zu kommen. Die Tabelle gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Hier ist auch nochmal ganz klar gesagt, dass also jeder, der eine Ladestation mit über 12 Kilovolt Ampere, also Kilowatt Ladeleistung anbietet, der braucht also eine Zustimmung des Netzbetreibers. Ich würde euch also auch bitten, wenn ihr so einen Ladepunkt in Betrieb nehmt und wenn es nur mit einer mobilen Ladebox ist, meldet ihr bitte beim Netzbetreiber an. Die Netzbetreiber brauchen wirklich diese Informationen, um das Netz entsprechend planen zu können. Ja, das Laden zu Hause wird natürlich in Berlin auch nach wie vor eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Das ist klar, sei es für das Ein- oder Zweifamilienhaus, sei es aber auch für das Mehrfamilienhaus. Hier sind insbesondere also Wohnungsbaugesellschaften wirklich in der Pflicht, sich um dieses Thema zu kümmern.
was auch die Attraktivität dieser Quartiere dann erhöhen kann. Und natürlich nicht nur immer daran denken an das private Elektroauto, sondern auch an hier quartiersnahe Carsharing-Projekte, alternative Mobilitätsangebote. All das wird nötig sein. Es geht nicht alles nur mit dem Elektroauto. Ganz wichtiger Punkt hier auch nochmal, oder zwei wichtige Punkte, nämlich A, dieses Wohneigentumsgesetz. Wer von euch Mieter oder vielleicht Wohnungseigentümer ist, der kennt das Problem, dass er möglicherweise große Probleme hat, bei sich zu Hause eine Ladestation genehmigt zu bekommen, vielleicht von der Wohnungseigentümergemeinschaft, die ihm das verweigern. Das soll ja nun hoffentlich bald im Bundestag vereinfacht werden. Und interessant ist auch diese Gebäudeeffizienzrichtlinie, die nämlich sagt, dass zum Beispiel bei Neubauten oder Häusern, die ganz frisch oder sehr umfassend, besser gesagt, renoviert werden, Wohngebäude mit mindestens 10 Stellplätzen, dass dort entsprechend Lademöglichkeiten vorzurüsten sind, also sprich eine Verleerrohrung. Und das gilt dann auch schon für bestehende Gebäude mit noch mehr Parkplätzen. Das heißt, hier werden Wohnungsbaugesellschaften, aber auch zum Beispiel Supermärkte, die Parkplätze haben, entsprechend in die Pflicht genommen werden. Ja, dann Laden zu Hause hatte ich schon angesprochen, gehe ich jetzt nicht nochmal näher drauf ein. Und hier nochmal ganz klar das Thema Multi-Use, nämlich im Bereich unterschiedliche Laderhythmen, die man ausnutzen wird, habe ich ja vorhin schon angesprochen, abends parken, tagsüber einkaufen. Und in der Zusammenfassung dieser Studie könnt ihr dann all das, was ich euch eben erzählt habe, nochmal in Kurzform nachlesen. Wir verlinken diese Studie auch nochmal. Und sie ist wirklich spannend. Ich empfehle sie euch mal drüber zu lesen. Man braucht etwa 10, 15 Minuten, um sie einmal komplett durchzulesen. Und hat hinterher, denke ich, einen guten Überblick, wie man in so einer Stadt wie Berlin mit dem Thema Ladeinfrastruktur umgehen werden muss, um die CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Wie gesagt, E-Auto plus alle anderen alternativen und möglichst klimafreundlichen Mobilitätsangebote, das umzusetzen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und das als letztes dazu, da wurde gesagt, der größte Feind der Immobilität, das ist nicht die Technik, das sind nicht die Menschen, sondern das ist die Zeit. Und die Zeit, die uns fehlt, all dieses schnell genug umzusetzen. Und von daher können wir auch nur an alle appellieren, legt jetzt los, wartet keinen Tag, jeder Monat, der uns verloren geht, den müssen wir hinterher umso schneller abarbeiten. Die Erde wartet nicht. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn es informativ für euch war, dann gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Aber wenn ihr auch sagt, nee, Julian, lasst uns verschont uns bitte mit solchen Videos, wir können selber lesen, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach unten geben, dann verschone ich euch damit. Ansonsten, wie immer, wir freuen uns über Abos, wir freuen uns, wenn ihr die Alarmglocke klickt, damit ihr informiert werdet, wenn wir für euch das nächste Video veröffentlichen. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zugucken. Julian sagt ciao.